Ganz toll finde ich auch, so verschiedene Welten kennenzulernen. Und jetzt hoffe ich, eine Welt kennenzulernen, die für mich absolutes Neuland ist. Und dafür muss ich jetzt gar nicht nach Kenia fahren oder so. Das gibt es offenbar in Hessen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass Sie beide hier sind. Wir haben gestern schon ein bisschen erfahren, was die Vorgeschichte ist. Und ich freue mich sehr, dass der Herr Köhler jetzt da ist. Und wir wissen das ja auch durchgehend, wie wichtig das ist, dass die Öberen Kulturwandel betreiben und wollen, denn OE, genauso wie Kulturentwicklung, ist Chefsache oder findet nicht statt, wie unser alter Spruch lautet. Und jetzt bin ich sehr froh, einen solchen Chef hier zu haben, und ich die Vorstellung, das machen Sie alle selbst, wie wir das gestern auch gemacht haben, und jetzt übergebe ich gerne Ihnen das Mikrofon. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Schmidt, Exot und aus Hessen, das ist super. Ich habe schon befürchtet eben bei dem Vortrag, dass Sie mich nicht verstehen in Teilen, weil ich bin jetzt kein Wieslorrer, aber ich hoffe, dass das zumindest für den ersten Teil klappen wird. Für den zweiten kann ich Ihnen dann Wieslorrer versprechen. Eine gemeinsame Präsentation mit Herrn Hamburger, der den Trainerpool der Verwaltung, die ich hier repräsentiere, anführt, nenne ich es jetzt mal, und auch der Impulsgeber ist. Und er wird dann den zweiten Teil und dann ins Eingemachte gehen, während ich mich auf den groben Überblick, was macht so eine Verwaltung, was macht sie in Personalentwicklung und vielleicht auch, warum macht sie das überhaupt, hier Ihnen kurz schildern kann. Was mich gefreut hat, als ich heute Morgen gekommen bin, habe als erstes die Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste gesehen, habe ich gesagt, dass auf diesem Weg, den ich Ihnen jetzt schildere, so gut das in dieser Stunde, die wir gemeinsam haben, geht, dass es hier vier Mitwirkende an diesem Programm gibt, denn wir haben nicht alles allein gemacht, und umso mehr freut es mich, dass wir, ich schaue mal in die Runde, hier vier Personen im Raum haben, die uns in Teilen mehr oder weniger stark auch auf diesem Weg ganz aktiv unterstützt haben. Ja, mein Name ist Gerd Köhler, ich bin der Vizepräsident dieser Verwaltung, Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation. Was wir machen, was wir tun und warum wir uns vielleicht etwas früher mit Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und anderen Dingen beschäftigt haben als die übrige Hessische Landesverwaltung, das versuche ich Ihnen auch vielleicht mit wenigen Worten zu schildern. Ich gebe den Rahmen, dann kommt Teamarbeit und Coaching als zwei herausgegriffene Themen. Wir haben sicherlich viel mehr Themen eben nochmal in der Diskussion, als wir die Präsentation eingerichtet haben, uns nochmal unterhalten. Wir haben sicherlich viel mehr gemacht, aber wir haben zwei Schwerpunktthemen für den heutigen Tag mitgebracht. Und das ist das, was Herr Hamburger Ihnen dann en Detail in Teamarbeit und im Coaching-Angebot der Verwaltung präsentieren wird. Und es wird dann auch sicherlich nochmal ein Resümee geben, warum machen wir das und was hat so eine Dienststellenleitung dafür davon und warum betreibt sie sowas? Ich gebe Ihnen sicherlich recht. Es ist sicherlich auch ein alter Spruch, der eingeht. Ich glaube, wenn Führung hinter solchen Aktivitäten nicht steht, dann ist es zumindest sehr, sehr schwer, diese Modernisierungsaspekte oder auch Unterstützungsangebote durch PE, aber auch genauso Organisationsentwicklung nachhaltig zu betreiben. Ja, wir sind eine Verwaltung in Hessen, auch da ein Exot, denn wir sind eine der wenigen Sonderverwaltungen, die also noch ganz eigenständig für sich organisiert sind, dreistufig aufgebaut, Ministerium, Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, als oberster Dienststelle dann das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, als klassische Mittelbehörde, und darunter haben wir 7 Ämter für Bodenmanagement und auch mit 7 Hauptstandorten und noch einigen kleineren Dienststellen dazu, Teildienststellen dazu. Und wir haben ein Aufgabenspektrum, ein paar Dinge werde ich Ihnen noch nennen, das es sonst in der Bundesrepublik nicht gibt von der Aufgabenbreite. Wenn Sie in Ihr Bundesland gehen, ob das jetzt Bayern, Baden-Württemberg oder auch anderswo ist, werden Sie sehen, dass diese Aufgaben, die wir in einer Verwaltung vereinen, in mehreren Verwaltungen organisiert sind, und das sage ich sehr lächelnd, auch mit mehr Personal ausgestattet sind, als wir das für die Gesamtaufgabe zur Erledigung haben. Ja, wir haben diese schöne Akademie, deswegen habe ich nur so ein ganz kleines Bild unseres Landesamtes mitgebracht. Da sind viele Wohnhäuser drauf, also das sind nicht alles wir, aber so diese Hauptgebäude in Wiesbaden, 3 Trakte, ein etwas älterer Bau,
Da wird drüber gelästert, öfters darüber, dass das Martin Lassauische Blindenanstalt gewesen ist. Aber gut, das nur an der Stelle. Und dann ein Neubau und ein Technikbau auf der anderen Seite. Und was uns so auszeichnet, ist, dass Sie hier orangefarbene Messbusse sehen. Die kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon mal mit der Spezies, die ich vertrete, hier zu tun hatten. Erkennen Sie, aber das ist schon die erste Besonderheit. Da gibt es auch einen blauen Bus, auf den bin ich sehr stolz. Der ist nämlich mal vor über 10 Jahren entstanden, als es noch ein Sakrileg war, einen orangefarbenen Bus in einen blauen Bus zu verwandeln, den wir dann genutzt haben, um im Wege der Öffentlichkeitsarbeit nach außen zu gehen und das, was wir repräsentieren, dann auch ja, eigentlich zu vermarkten, darzustellen. Insofern ist das auch mit diesem Bild schon ein Novum und gab auch damals heftige Diskussionen, dass man sowas und wie man sowas machen kann. Ja, das ist unsere Verteilung über Hessen. Sie sehen, jedes unserer Ämter für Bodenmanagement ist im Grunde genommen für mindestens 2, teilweise für 3 Landkreise in Hessen zuständig, also sehr große Einzugsgebiete. Und wir haben, und wie es geschehen ist, da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, vor ungefähr 10 Jahren damit zu kämpfen gehabt, dass wir einen ganz klaren Rückzug aus der Fläche hinnehmen mussten, dass die Beschäftigten dieser Verwaltung sich verändern mussten, räumlich verändern mussten, aus ihrer gewohnten Umgebung rausgehen mussten und noch ein paar andere Einschränkungen hinnehmen mussten. Und das war eigentlich so das Startprogramm, auch wenn das ein ganz nüchternes Bild ist, ein Startprogramm, dass wir gesagt haben, wir müssen uns als Verwaltung neu aufstellen und müssen auch noch in Personalentwicklung und Organisationsentwicklung investieren. Wobei ich sagen muss, Personalentwicklung, Herr Hamburger, hat bei uns eine lange Tradition. Da sind wir schon vor dieser Zeit gestartet. Personalentwicklung gibt es rund 20 Jahre, wenn ich das ja so richtig im Kopf habe, in unserer Verwaltung. Wir waren sicherlich eine der ersten Verwaltungen, die sich dieses Themas angenommen hat, ausgelöst durch den Modernisierungsprozess, der so in 1996, 97 in Hessen losgegangen ist und dem Anspruch diente, neue Verwaltungssteuerung in die Landesverwaltung zu bringen. Ja, Aufgaben nochmal vielleicht so ganz die klassischen Aufgaben. Wir sind zuständig für das Liegenschaftskataster. Sicherung Eigentum an Grund und Boden ist sicherlich immer noch von der Bedeutung her und von wegen des Verfassungsanspruchs eine unserer ganz großen Aufgaben. Mit der Flurneuordnung entwickeln wir ländliche Räume und wir verstehen uns aber mehr als nur Ordnung von Eigentumsstrukturen im ländlichen Raum und bessere Unterschaffung, bessere Produktionsbedingungen. Wir verstehen uns als Mittler im ländlichen Raum, um Landnutzungskonflikte vielerlei Art, die in den ländlichen Räumen auftauchen, auszuräumen und einer Lösung zuzuführen. Dann gehört dazu die klassische Landesvermessung, die Sie sicherlich in einigen unserer Produkten kennen. Und auf der anderen Seite gehören zu uns fast alle Geschäftsstellen, bis auf ein paar Städte doch die eigenständige Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse haben, die wir ebenfalls in unseren Ämtern für Bodenmanagement angesiedelt haben. Ein Teil dieser Aufgaben hat eine sehr lange Tradition. Wahrscheinlich kann ich mit Sparkassen nicht ganz konkurrieren, aber so 1650 liegen so die Anfänge auch dieser Aufgaben, die wir hier vereinen, also lange Tradition. Auf der anderen Seite haben wir ein paar Aufgaben, die erst in der Größenordnung vielleicht so 20 Jahre alt sind. Da komme ich gleich noch mal zu. Man kennt, wenn man in die Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern kommt, uns noch sehr häufig aus der Tradition heraus an unseren Karten oder wie gesagt auch im Liegenschaftskataster, wer Grundstückseigentümer ist und irgendwie dort Aufgaben zu erledigen hat, der kennt uns halt noch aus dieser traditionellen Aufgabe, deswegen auch häufig noch die Begrifflichkeiten, ach, ihr seid das Katasteramt oder ihr seid die Flurbereinigungsbehörde, während wir natürlich stolz drauf sind und immer auf unseren Namen Bodenmanagement und Geoinformation auch aus gutem Grund dann doch wieder pochen. Heute sind wir Datenlieferant in einem riesengroßen Umfang und die Karten, die Sie vielleicht noch kennen, auch topografische Karten, Wanderkarten, für die wir im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger sehr häufig noch stehen, die gibt es praktisch bei uns überhaupt nicht mehr. Das sind Aufgaben, von denen wir uns getrennt haben. Und wer will denn überhaupt noch Karten auf Papier? Das ist sicherlich auch nicht mehr der Trend der Zeit. Ja, wir sind in den letzten 16 Jahren ein
starken Veränderungskurs gegangen. Und das Kernstück, ich gehe dann aber nochmal zwei Schritte zurück auf einer späteren Folie, das Kernstück ist, dass wir gesagt haben, die Verwaltung ist eigentlich in einem so grottenschlechten Zustand, so geht es nicht weiter. Wir reagieren ständig nur und wir wollen jetzt irgendwann mal wieder agieren. Und deshalb liegen so die neueren Anfänge dieses Veränderungsmanagements, das sowohl Personalentwicklungs-, aber Organisationsentwicklungs- und noch viel mehr, aus meiner Sicht, viel mehr strategische Aspekte beinhaltet, ungefähr im Jahre 2008, 2009, so in diesem Dreh herum. Da gab es einen neuen Präsidenten, es gab einen neuen Vizepräsidenten und wir haben gesagt, wir müssen aus dem Stillstand, in dem die Verwaltung sich gefunden hat, müssen wir weg, das geht so einfach nicht mehr weiter. Und es ist uns gelungen, in dieser Zeit etwas zu machen, was ich so vielleicht für eine gesamte Verwaltung von 1600 Beschäftigten, die wir sind, so noch nie vernommen habe. Gibt es vielleicht, aber ich hab keine Kenntnis davon. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wir gehen zur Politik und reden mal mit der, ob die uns ein Konzept, ein mehrjähriges Konzept genehmigt, wie wir die Verwaltung neu ausrichten. Es läuft bei uns unter dem Namen des Zukunftskonzepts für die Jahre 2011 bis 2016. Und wir haben damals in der Politik Widerhall gefunden und man hat uns gesagt, okay, wir sehen ein, ihr kriegt jetzt die Chance, ihr könnt eure Zukunft im Rahmen der Bedingungen, die wir euch stellen, selbst gestalten. Und wenn ihr das nicht schafft, dann gestalten wir euch. Und das war natürlich Ansporn für uns zu sagen, okay, dann werden wir das auch hinkriegen und werden das selbst gestalten. Das war, wie gesagt, an anderer Stelle gehe ich da nochmal näher drauf ein, das war für die Beschäftigten in wenigen Jahren ein ganz, ganz massiver, herber Umbruch, den sie mitgehen mussten. Und die Personalentwicklung hat dort einen ganz erheblichen Anteil dran, denn wir mussten ja jeden Beschäftigten erreichen. Veränderungsprozesse gerade über einen ganz kurzen Zeitraum, sowohl in die Organisation, Ablauf, Aufbauorganisation eingreifend, als in die Standorte eingreifend, als in die Aufgaben eingreifend, kann man sicherlich nur, und das ist meine feste Überzeugung, auf der einen Seite mit Personalentwicklung betreiben, auf der anderen Seite bedarf es dazu auch Kulturarbeit. Das ist eine Erkenntnis, die wir in dieser Zeit auch aufgrund von Mängeln, die wir doch sicherlich in der Vergangenheit davor gehabt haben, und begangen haben und Fehlern, die wir dort begangen haben, sicherlich ganz, ganz wichtig. Ja, die Politik hat seinerzeit nur gesagt, ihr müsst euch auf eure Kernaufgaben reduzieren. Ihr müsst sehen, dass ihr Zukunftsthemen besetzt. Und das haben wir dann durch Binnenoptimierung, aber wie gesagt auch eine Gesamtaufstellung der Verwaltung versucht in den Griff zu bekommen. Und ich kann Ihnen zumindest schon mal als Ergebnis sagen, das ist erfolgreich gelungen. Ich habe gerade vor einigen Wochen eine Projektgruppenarbeit abgeschlossen, die praktisch darauf aufsetzt. Wir haben jetzt ein Zukunftskonzept 2017 bis 2022, das heißt die Fortführung dieses Konzeptes quasi unter den Rahmenbedingungen, die wir aus heutiger Sicht bis zum Jahr 2022 sehen. Und wenn jetzt der Kabinettsausschuss Staatsmodernisierung in Hessen, den es dort gibt, im Laufe des ersten Halbjahres den Haken an dieses Konzept macht, dann haben alle Beschäftigten, alle Führungskräfte einen Weg bis zum Jahr 2022, wo es mit der Verwaltung hingeht und wie wir diese Verwaltung strukturieren. Ja, das ist das Bild, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es ist nämlich dieses, es steht dafür, wir wollten nicht mehr nach hinten schauen, wir wollten auch nicht mehr, wie ich eben schon gesagt habe, wir wollten nicht nur reagieren, sondern wollten wieder agieren und wir wollten wieder uns an Zielen orientieren und nicht andauernd nur Baustellen aufräumen und das mal vielleicht als Hintergrund und Motiv für diese Folie und dieses Bild zu zeigen. Was mit dieser Verwaltung, und ich betone ganz ausdrücklich mit den Beschäftigten dieser Verwaltung, passiert ist, sehen Sie im Grunde genommen an einer einzigen Folie. Eigentlich hätte ich nur die mitbringen müssen, um Ihnen die Geschichte der HVBG zumindest in den letzten 16 Jahren zu erläutern. Von den Aufgaben her hatten wir im Jahr 2000 ungefähr allein im Auftragsgeschäft
Und wir sind im Grunde genommen da in einem Marktsegment, nicht so ganz freien Marktsegment, aber zumindest in Konkurrenz zu anderen Anbietern unterwegs. Hatten wir 100 Messtrupps im Auftragsgeschäft laufen, das bedeutet ungefähr 300 Beschäftigte, die damals in der Verwaltung waren, sind ja Professionen, die sie mal studiert haben, nachgegangen und sind im Außendienst, im Vermessungsgeschäft unterwegs gewesen und haben sehr viele Millionen, damals noch D-Mark, an Einnahmen in diese Verwaltung gebracht. Das ist vielleicht noch eine weitere Besonderheit. Wir sind eine Verwaltung, die zwar nicht zu 100% natürlich sich durch Einnahmen decken kann, weil wir ein paar Aufgaben haben, die nicht kostendeckend betrieben werden, aber wir bringen, glaube ich, nach der Steuerverwaltung das zweithöchste Einnahmevolumen in Hessen in den Haushalt auch ein oder zur Finanzierung der eigenen Verwaltung auch ein. Am Ende des Tages, hier und heute, haben wir noch 21 dieser Messtrupps. Das bedeutet, die Menschen mussten in diesem Zeitraum von liebgewonnenen Aufgaben und nicht nur von dieser Aufgabe Abschied nehmen. Und wem erzähle ich das in diesem Raum? Da gab es Trauer zu bewältigen, da gab es Frustphasen, da gab es Unzufriedenheit, alles das, was damit verbunden ist. Im Jahr 2002 waren wir 2300 Beschäftigte und dann hat die Landesregierung gesagt, ihr müsst schlanker werden. Das war jetzt nicht personenbezogen, sondern organisationsbezogen dummerweise gemeint. Und wir haben dann in den nächsten 8 Jahren, rund fast 9 Jahre lang, im Grunde genommen keinerlei Neueinstellungen gehabt, sondern nur Personalabgänge. Deswegen fehlt uns auch in der Verwaltung, das können Sie sich gut vorstellen, ungefähr dieser Altersjahrgang, der normalerweise dort dann durchgewandert wäre und an der Entwicklung der Verwaltung natürlich auch für einen gesunden Aufbau hätte beitragen können. Also haben wir Personal abgeschmolzen. Im Jahre 2004, am 21. Dezember, stand im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Hessen drin, dass die Verwaltung reorganisiert wird, und zwar mit Wirkung von 9 Tagen oder 10 Tagen später, nämlich am 01.01.2005, wurden wir von 59 Dienststellen auf 12 zurückgeführt. Das hat für die Menschen Abschied bedeutet, Abschied von ihren alten Dienststellen, von ihren alten Gemeinschaften, längere Fahrwege. Sie haben ja die grobe Verteilung über Hessen gesehen. Das ist dann nicht so ganz lustig gewesen, wenn man Teilzeit, insbesondere wenn man vielleicht Teilzeit beschäftigt ist oder auch nur tageweise in Teilzeit arbeitet. Alles das galt es zu bewältigen. Wir haben dann freundlicherweise für unsere neuen 7 Dienststellen auch, soweit die Gebäude, die wir hatten, nicht groß genug waren, neue Liegenschaften bekommen. Und dann ging schon etwas los, was eigentlich damals etwas mehr Aufmerksamkeit gebraucht hätte, nämlich Kulturarbeit zu betreiben. Da saßen dann aus 13 Dienststellen ehemaligen auf einmal die Leute zusammen in einem Gebäude. Und das waren dann Leute, die gesagt haben, okay, mit denen bin ich ja schon damals im Nachbaramt nicht zusammen auf den Betriebsausflug gegangen. Die haben gesagt, mit denen gehe ich weiterhin auf den Betriebsausflug, um nun mal so den Einstiegsszenario an diesem Beispiel festzumachen. Ich bin in der Zeit mal in ein Dienstgebäude gegangen und habe gesagt, Sie sollten mal von der anderen Fachabteilung, die ein Stockwerk höher wohnte, mir mal 3 Namen nennen, ob Sie die kennen würden. Und die haben keine 3 Namen zusammengebracht. Wer sitzt ein Stockwerk über Ihnen und gehört zu diesem Amt? Also nur mal so aus ein paar Startvoraussetzungen, die wir gehabt haben, als wir diese Verwaltung oder diese Dienststellen zusammengeführt haben. Außerdem waren wir in dieser Zeit chronisch unterfinanziert. Die Politik hat gemeint, wir könnten mit immer weniger Messtrupps immer noch das Einnahmevolumen von diesen 100 Messtrupps am Anfang bringen. Das haben wir zwar immer erlebt, das geht einfach nicht, wenn ich immer weniger Messtrupps habe, aber die haben immer gesagt, das verstehen wir und haben uns das Erlössoll unverändert gelassen. Und das hat dann Defizite von 10 und mehr Millionen Euro gebracht, von denen wir immer am 2. Januar schon wussten, dass dieses Defizit aufgetreten ist. Und wir haben dann am 3. Januar angefangen zu sparen, weil wir nicht mehr ausgeben durften oder also selbst einsparen mussten, was wir weniger an Einnahmen, was aber jeder wusste, gebracht haben im laufenden Jahr. Das war so ein paar Rahmenbedingungen, warum wir gesagt haben, wir müssen uns ändern, wir müssen etwas verändern und zwar schnell. Das war eigentlich 5:12 Uhr. Insofern war das jetzt kein Markterfordernis im Gegensatz zum Sparkassenverband, wo wir gesagt haben, da ist jetzt ein Fenster und da gehen wir rein, weil das zeitreif ist. Die äußeren Zwänge, aber die politischen Zwänge und die inneren Zwänge waren so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt was machen und wir wissen, wir werden auch die Beschäftigten vor große Herausforderungen stellen. Aber wir müssen ganz einfach die Verwaltung neu ausrichten.
Vielleicht ganz hinten haben Sie noch gesehen, wir werden in wenigen Jahren auch nur 1400 sein von den ursprünglich 2300, mit denen wir mal am Anfang dieses dargestellten Zyklus gestartet sind. Beschäftigte mitnehmen, Führungskräfte mitnehmen, war eine große Herausforderung. Wir sind ganz klassisch gestartet in 2008 und 2009. Wir haben gesagt, im obersten Kreis der 12 obersten Führungskräfte, wir formulieren jetzt gesetzliche Grundlagen, die wir haben, hin oder her. Wir definieren jetzt nochmal, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision, was sind die Führungsgrundsätze, die wir als Führungskräfte haben, als Anspruch, als Führungsanspruch haben. Das definieren wir alles neu. Und dann haben wir uns gemeinsam mit Herrn Hamburger und einigen anderen, auf die ich noch zu sprechen komme, hingesetzt und haben gesagt, wie kriegen wir das auch dahin, wo es hin muss, dass wir praktisch alle Beschäftigten der Verwaltung mitnehmen, bis zum wirklich letzten Beschäftigten in den neuen Dienststellen. Und wir haben dann dieses Synchronisierungsmodell, das Sie hier sehen, begonnen und damit auch eine Kultur der Synchronisierung für uns jedenfalls begründet. Der Führungskreis der HVWG setzt sich bei uns, wie gesagt, aus den obersten 12 Führungskräften zusammen. Das sind die 7 Amtsleitungen, das ist Präsident und Vizepräsident. Und dann gibt es im Landesamt noch 2 weitere Abteilungsleitungen, die in diesem Führungskreis zusammen sind. Ich habe immer versucht, was dem wenigsten geläufig ist, in der Verwaltung zumindest geläufig ist, zu erklären, was das überhaupt ist. Führungskreis der HVWG, ein Gremium, in dem auch Entscheidungen besprochen und letztlich getroffen werden, ist Kultur. Das passt nicht zur Aufbauorganisation, zur Linienorganisation. Das ist schon ein Stück Kulturarbeit, das wir dort geleistet haben für diese Kultur der Synchronisierung. Wir haben dann bestimmte wichtige Entscheidungen, so auch Mission, Vision der HVWG und auch strategische Überlegungen mit dem Ministerium und dem Staatssekretär damals betrieben und abgestimmt. Und dann sind wir in die Führungsrunden, in dem zweiten Schritt nenne ich es jetzt mal, jedes einzelnen Amtes gegangen, des Landesamtes genauso gut wie der Ämter für Bodenmanagement und haben dort diese Vorstellungen, die wir hatten, eingebracht, diskutiert, synchronisiert und dann gesagt, okay, wenn das Verständnis ist, die Akzeptanz da ist, dann gehen wir in die nächste Runde und dann haben wir wieder die Beschäftigten eingebunden, eine Ebene runter, haben uns mit allen Beschäftigten jedes einzelnen Amtes auseinandergesetzt, haben die wiederum gemeinsam mit den Führungskräften des jeweiligen Amtes in diese Synchronisationsschleife reingebracht nach dieser Methodik arbeiten wir heute noch. Wir haben gesagt, wir haben so viele Veränderungen, es ist eigentlich damals mitgeboren, als wir gesagt haben, wir machen diese ganze Verwaltung jetzt und sagen, das Schiff oder der Tanker bewegt sich jetzt in diese Richtung. Da haben wir gesagt, dann müssen wir, nämlich Präsident und Vizepräsident, auch Rede und Antwort stehen und auch jedem Rede und Antwort stehen. Und damals sind sogenannte Zukunftskonferenzen oder wie wir es nennen, Zukunftsdialoge entstanden. Einmal im Jahr gehen der Präsident und ich gemeinsam in jedes Amt und stellen uns den Fragen aller Beschäftigten. Bei 7 Ämtern und der Zahl können Sie sich ungefähr vorstellen, das größte Amt ist so ungefähr 180, noch nach dem Abschmelzen 180 Beschäftigte. Das kleinste Amt hat, das Landesamt natürlich noch mehr, 380. Das größte Amt für Bodenmanagement hat 170, 180 Beschäftigte, das kleinste Amt ungefähr 100 in dieser Struktur. Und wir gehen jedes Jahr mit bestimmten Aufgabenstellungen in diese Zukunftskonferenzen oder Zukunftsdialoge und stellen uns, wie gesagt, dort allen Beschäftigten den Fragen. Am Anfang war das reine Wissensvermittlung über den neuen Weg und Synchronisation auf diesem Weg. Mittlerweile geben wir vor, bestimmte Themen, die vorher, bevor wir nachmittags dazukommen, erarbeitet werden, unterstützt von Personalentwicklerinnen und Personalentwicklern. Und die werden uns dann präsentiert, es wird diskutiert, es wird ein Ergebnis festgelegt, Handlungsbedarfe, Ziele, die wir dann mitnehmen oder auch Aufgaben, die wir beide persönlich mitnehmen und dann wieder sammeln und eventuell neu in die Verwaltung bringen. Einer oder zwei dieser Bausteine, die dabei entstanden sind, wir hätten ein ganzes Spektrum zu bieten. Wir haben auch ein sehr umfangreiches Personalentwicklungskonzept, in dem alle diese Bausteine eigentlich verankert sind, das wir auch gerade wieder am
überarbeiten und einer der überarbeiteten Version in diesem Jahr der Verwaltung zur Verfügung stehen werden. Da gibt es zwei Bausteine, das ist die Teamarbeit und Coaching als Service. Zwei Veröffentlichungen, Herr Hamburger und ich gemeinsam, vielleicht konnten Sie die bei Ihrem Literaturstudium irgendwann mal zufälligerweise sehen. Da haben wir mal dargestellt, warum wir das gemacht haben, wie wir das gemacht haben. Wir hatten die Situation aus diesen ersten Anfängen der Verwaltungsmodernisierung, dass in einigen unserer neuen Ämter für Bodenmanagement schon, und auch nur in Teilen, Teamarbeit vorhanden war und in der großen Menge rund 1000 Beschäftigte nicht in Teamarbeit gearbeitet haben. Und wir haben gesagt, nein, also im Rahmen der Binnenmodernisierung und Veränderungen, die wir im Inneren brauchen, müssen wir auch oder wollen wir auch Teamarbeit einführen. Und das haben wir mit eigener Kraft aus der Personalentwicklung heraus geschafft. In einem Prozess anderthalb Jahre, nach meiner Erinnerung, haben wir zwei Jahre haben wir Teamentwicklung in die Verwaltung eingeführt. Details wird Ihnen Herr Hamburger noch dazu vorstellen. Außerdem, und das ist die Ursprünge dafür sind eigentlich schon in der ersten Organisationsentwicklungsstufe, die wir begonnen haben 2008, 2009. Das war noch ein Schritt, bevor wir in dieses Zukunftskonzept gegangen sind, in die Modellierung entstanden. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Führungskräfte anders aufstehen. Und da ist ein Führungskräfteentwicklungsprogramm mit Coaching-Angebot entstanden, das sich in drei Stufen gliedert, wir nennen es auch Führungskräfteentwicklung Stufe 1 bis 3. Die Stufe 1 ist die individuelle Führungsfortbildung, die jede Frau und jeder Mann als Führungskraft suchen kann und auch in Hessen suchen muss, weil wir bestimmte Fortbildungspunkte nachweisen müssen als Führungskräfte in Hessen. Die Stufe 2 ist die Führungskräfteentwicklung im eigenen Amt. Das sind auch Prozesse, die wir mit Unterstützung von Personalentwicklung moderieren und durchführen. Und wir haben in der Stufe 3, auch dazu vielleicht noch ein paar Details nachher von Herrn Hamburger, gesagt, wir müssen aber keinen gleichmachenden Geist, aber ein gemeinsames Führungsverständnis in der gesamten Verwaltung haben. Wir haben bei diesen 1600 Beschäftigten in etwa 120 Führungskräfte. Und wir haben gesagt, dafür gibt es ämterübergreifend diese Führungskräfteentwicklung Stufe 3. Die ist aber so groß vom Umfang her, dass wir die nicht mit eigenem Personalentwicklungspersonal leisten können. Und wir arbeiten dort seit 4 Jahren und noch weitere Jahre, die wir uns vertraglich gebunden haben, mit der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg zusammen. Insofern freut es mich, Herr Berg, Sie heute hier auch zu sehen. Ich bin sehr stolz darauf, und das weiß Herr Hamburger, dass wir außer ihm in unserer Verwaltung noch weitere Trainerinnen und Trainer, die wir selbst ausgebildet haben, die Sie zum großen Teil selbst ausgebildet haben, Herr Hamburger, in der Verwaltung haben. Wir haben, ich behaupte jetzt mal 24, Sie können mir nachher dezidiert widersprechen, in der Größenordnung zumindest Trainerinnen und Trainer für Personalentwicklung. Zwei davon machen das den ganzen Tag, also quasi hauptamtlich, Herr Hamburger, ein weiterer Kollege. Alle anderen haben noch eine fachliche Aufgabe und werden aber jährlich qualifiziert, weitergebildet in gezielten Programmstufen und von uns in den Ämtern für Bodenmanagement auch ämterübergreifend eingesetzt, natürlich auch im Landesamt eingesetzt, um Personalentwicklungsprozesse, Personalentwicklungsaufgaben zu bearbeiten. Ansonsten, wir verhandeln dort immer im Rahmen unserer Kontrakte, die wir mit den Ämtern und auch mit den Abteilungen des Landesamtes schließen, über Zeitkontingente, die die einzelnen Trainerinnen und Trainer quasi von ihrem Amt freigestellt werden für Personalentwicklungsaufgaben und die dann gesteuert durch Herrn Hamburger in der Verwaltung entsprechend vergeben werden für die einzelnen Herausforderungen. Ich denke, dieses Modell neben der eigentlichen Arbeit noch mit einem Anteil X auch Personalentwicklung zu betreiben, hat sich jedenfalls aus der Sicht unserer Verwaltung, aus meiner Sicht, sehr bewährt. Und wenn wir Kontakte haben mit anderen hessischen Dienststellen, ich glaube, dann schauen die immer ein bisschen neidvoll darauf, dass wir über diesen Pool, auf den ich, wie gesagt, sehr stolz bin, dann auch verfügen. Ja, nur mit diesem Pool konnten wir letztlich auch Projekte stemmen, Projekte wie Einführung von Teamarbeit, in der gesamten HVBG, wie gesagt, einem Schulungsprogramm
durch das wir in diesen 2 Jahren neben den 1000 Beschäftigten, die bisher noch nicht qualifiziert waren für Teamarbeit, nicht aufgestellt waren für Teamarbeit, auch die entsprechenden Führungskräfte gebracht haben. Denn Sie wissen alle, Teamarbeit erfordert ja anderes Denken und Handeln. Es erfordert Delegation, es erfordert Vertrauen, Loslassen und was alles auf der anderen Seite bei den Führungskräften natürlich auch in der bisherigen tradierten Arbeitsweise geändert werden muss. Wir haben, um das vielleicht noch zu erwähnen, bei uns eine etwas striktere Trennung, weil vorher so die Begriffe gewesen sind, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Wir haben von den Verantwortlichkeiten auf der einen Seite wirklich Personalentwicklung. Um die Organisationsentwicklung kümmern sich bei uns im Haus andere Kolleginnen und Kollegen. Spielt natürlich zusammen, das ist klar, aber wir haben es organisatorisch auseinandergetrieben. Und wir haben noch einen dritten Bereich, nämlich das Thema Wissensmanagement in unserer Verwaltung, schon vor auch ungefähr 2009 aufgegriffen. Wir hatten damals bereits erkannt, und die Beschäftigten haben das eigentlich erkannt, wir müssen etwas fürs Wissensmanagement tun. Wir nutzen seit dem Jahr 2003 Ihnen eine Ihnen vielleicht bekannte Methode des Qualitätsmanagements, nämlich das Common Assessment Framework, eine für Verwaltungen konzipierte Qualitätsüberprüfungsmethode. Und als Verbesserungsbedarf der KAF-Runde 2008, wie wir es immer kurz nennen, ist der Bedarf entstanden, sich um Wissensmanagement zu kümmern. Wir haben dann zunächst ein technisches System etabliert als technischen Bestandteil des Wissensmanagements. Auch da sind wir mal unkonventionelle Wege, mussten wir gehen. Wir brauchten 2 Ministererlaubnisse, um das technische Wissensmanagementsystem einführen zu dürfen, weil es allen bis dahin bekannten technischen Normen der Landesverwaltung widersprach, bis hin zum Einsatz von Wikis, die dort etabliert waren. Auch da waren wir der Technik etwas voraus. Es freut uns immer, wenn wir im neuen Personalentwicklungskonzept der Landesregierung, die jetzt im Dezember veröffentlicht worden ist, drinstehen haben, dass Wissensmanagement etwas ist, was die Behörden des Landes machen sollen. Also wir haben es schon ein bisschen länger angefangen. Und wir waren uns aber immer bewusst, nach diesem technischen Wissensmanagement brauchen wir auch einen personalisierten Wissenstransfer. Und den sind wir dann nach der Einführung der Technik im Jahr 2014 angegangen, diesen Weg. Auch hier begleiten uns zum Teil noch externe Expertinnen und Experten. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich will irgendwann unabhängig werden. Und 6 unserer PE-Trainerinnen und Trainer sind geschult in dieser Methodik des sogenannten narrativen Wissenstransfers und können dann dort auch bei ausscheidenden Kräften, aus welchem Grund auch immer ausscheiden, Kolleginnen und Kollegen, den Transfer direkt oder indirekt nach dieser narrativen Methodik selbst vollziehen. Ja, Teamentwicklung, warum? Ich glaube, an der Stelle gehen Sie an der Stelle noch etwas näher drauf ein, Herr Hamburger, und was Menschen brauchen und Grundbedürfe, Potenzialentwicklung, das sind ja Themen, ich glaube, da rennen wir offene Türen ein. Aber es war uns immer klar, es geht nicht nur einfach zu sagen, von oben runter, ihr seid jetzt in Teams organisiert und macht mal, das geht nicht durch Anordnung oder selbst mit Vorgaben, lest mal nach, wie es geht. Das ist eine Kulturentwicklung, auch über mehrere Jahre, und von daher waren Ihre Worte sehr wohltuend auch für mich. Man muss Geduld haben und es dauert seine Zeit, bis man solche Veränderungsprozesse dann auch in der Verwaltung hat, und man muss auch manche Schleifen ein paar Mal gehen und immer wiederholen, um dann im Grunde genommen die Wirkung zu erzielen, die man dort erzielen muss. Aber damit verbunden ist Verantwortung, Übernahme, die Bereitschaft im Team Verantwortung zu übernehmen, Ausführungsverantwortung, wie ich es immer etwas präzisiere. Weg von Reden und Denken in Problemen, sondern hin zu Lösungen, auch das haben Sie vorher erwähnt. Denken in Ressourcen statt in Defiziten, nicht mir fehlen 2 Leute, sondern was kann ich mit den verbliebenen 8 vielleicht noch am Ende des Tages im Rahmen meiner Zielvereinbarung als Team noch erledigen, und letztlich eine Kultur der Veränderung. Ja, Teamarbeit, warum? Ich bin da sehr egoistisch. Ich wusste, dass wir mit immer weniger Personal praktisch fast die gleichen Aufgaben erledigen mussten. Bei uns hat sich diese Aufgabenverdichtung, die Sie vorher auch erwähnt haben,
nicht heimlich vollzogen, sondern das habe ich allen Beschäftigten immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß, dass wir irgendwann eine Grenze haben, wo Verdichtung nicht mehr möglich ist. Aber ich habe auch gesagt, wir schaffen Freiräume, zum Beispiel durch Teamarbeit, durch Geschäftsprozessoptimierung. Wir haben über 100 Geschäftsprozesse modelliert und eingeführt und damit auch Ressourceneinsatz gespart. Wir sind eine technische Verwaltung, wir haben auch in Technik investiert. Und ich habe gesagt, okay, die Arbeitsverdichtung, die wir bis zum Jahr 2016 haben werden, im Rahmen dieses Teil unseres Zukunftskonzeptes, danach ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und wenn wir dann weiter Personal abbauen, das werden wir, dann müssen wir auch uns von Aufgaben trennen. Und deswegen haben wir für diese Periode 17 bis 22, die wir jetzt fertig durchstrukturiert haben, auch wieder Aufgaben auf der Streichliste stehen, weil das war meine Zusicherung an alle Beschäftigten. Weiter als bis 2016, festgemacht in der Jahreszahl, werden wir Leistung nicht verdichten, sondern werden uns dann von Aufgaben trennen. Demografischer Wandel. Wir sind mal gestartet durch die fast 10 Jahre oder 9 Jahre, die wir keine Personaleinstellungen vornehmen konnten, sind wir gestartet mit 53 Altersdurchschnitt. Gott sei Dank ist es in den letzten Jahren gelungen, den Gesamtdurchschnitt in der Verwaltung wieder auf 47 Jahre zu drücken. Manche sagen, hey, das ist ja so wenig. Und dann sage ich, ja, überlegt mal bei 1600 Beschäftigten den Durchschnitt und diesen Jahresschnitt zu senken. Das ist schon eine Riesenleistung für uns gewesen. Wir arbeiten trotz aller Strukturen, Organisationsstrukturen, die wir haben, zukünftig und auch heute schon verstärkt in Netzwerken. Und deswegen müssen wir auch Netzwerkkompetenz unseren Beschäftigten vermitteln. Auch da oder das ist ein weiterer Baustein unseres gesamtheitlichen Personalentwicklungsansatzes. Ja, Mehrwert. Ich gebe zu, ich wollte Leistungssteigerung und Synergieeffekte haben, eine höhere Flexibilität, auch einen geringeren Planungs- und Kontrollaufwand für Führungskräfte, weil ich immer bei allen Veränderungen, die wir vorangetrieben haben, auch immer gesagt haben, wenn wir weniger Beschäftigte werden, dann heißt das nicht, dass wir genauso viel Häuptlinge bleiben müssen, sondern ich habe auch Führungspositionen mindestens im gleichen Umfang in der Verwaltung abgebaut, wie die Zahl der Beschäftigten zurückgegangen ist. Wenn Sie heute, und das ist jetzt kein beschönigendes Bild, wenn Sie in die Verwaltung gehen würden und würden nachfragen, dieser Prozess, den wir jetzt angestoßen haben, hat dazu gebracht, dass die Beschäftigten wieder Zukunft sehen, dass sie wirklich zufrieden an der Arbeit gehen. Ich denke, mittlerweile sind auch die Wunden dieses Rückzugs aus der Fläche mittlerweile geheilt. Die Beschäftigten haben gesehen, dass die Gegenmaßnahmen, und da hat mir ein Stichwort gut gefallen bei Ihnen, Vertrieb, die wir dort angestoßen haben, auch Wirkung zeigen. Denn durch diesen Rückgang aus der Fläche haben wir traditionelle Kunden, nämlich die Kommunen, verloren. Und da haben alle geklagt und dann auch die Amtsleitung haben gesagt, wir kriegen keine Aufträge mehr von den Kommunen. Und da habe ich gesagt, okay, dann bauen wir jetzt in allen 7 Ämtern jeweils einen Vertrieb auf. Und das war auch wieder ein Bruch mit Traditionen. Wir müssen hingehen zu dem Kunden und müssen sagen, was wir haben. Also auch das war in dem Coaching-Prozess, um Vertrieb aufzustellen, nicht ganz einfach, aber ich denke, es ist uns gelungen. Wir haben jetzt mittlerweile Klagen im Führungskreis, dass die Amtsleiter sagen, ich habe so viele Aufträge, ich habe gar nicht mehr genug Personal. Und dann schmunzle ich immer an der Stelle und sage, es hat anscheinend mit dem Vertrieb dann doch was gewirkt. Hier steht gegebenenfalls geringerer Krankenstand. Wir schauen da immer hin, aber ich muss sagen, wir werden sicherlich auch noch dort stark überlagert von der trotzdem noch relativ alten Beschäftigung oder höheren Alters der Beschäftigten. Es ist schwer zu sagen, ob wir mit dem, was wir angestoßen haben, an positiven Veränderungen der Verwaltung auch einen geringeren Krankenstand erzielt haben. Wir schauen hin, aber beweisen und belegen könnte ich es Ihnen an der Stelle nicht. Ja, er ist in den Ämtern, auch weil die Altersstruktur sich nicht ganz gleichmäßig durchzieht, liegt er im günstigsten Fall bei etwa 5%. Wir haben aber auch ein Amt, was uns ein bisschen Sorge macht, wo er bei knapp 10% liegt. Aber die 5%, ich glaube, damit lässt sich gut und trefflich arbeiten. Und bei dem einen Amt haben wir auch PE-Unterstützung, auch zur Sondierung, woran könnte es liegen, an der Stelle auch angesetzt und der Amtsleiter hat es auch dankend angenommen. So, und jetzt könnte ich sagen, um wie es wirklich gewesen ist, wird Ihnen jetzt Herr Hamburger erzählen. Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Köhler. Ich werde jetzt anschließen. Gestern Abend, Sie haben ja jetzt gesehen, wie umfassend die Veränderungen in unserer Organisation sind und was das für die Beschäftigten bedeutet hat. Deshalb bin ich gestern auf einige Aspekte eingegangen, was für eine gelingende Veränderung wichtig ist in einer Organisation. Und diese Aspekte, die ich gestern Abend formuliert habe und vorgestellt habe, die haben wir dann geguckt, ob wir das bei Teamentwicklung etc. in die Umsetzung bringen. Weil es geht ja nicht darum, etwas zu tun, sondern dass es gelingend getan wird und dass die Beschäftigten dann in der neuen Welt ankommen. Wie gelingt Veränderung? Deshalb war gestern Abend die Einführung, weil wir ja auch gesplittet haben, habe ich vom heutigen Tag einiges nach gestern Abend gezogen und habe gesagt, es wird fragmentarisch sein, dass wir heute gemeinsam das gesamte Bild kriegen. Was aber auch nur eine Annäherung sein kann. Bevor ich nochmal fortfahre, ist mir noch wichtig zu sagen, dass wir Veränderungen in unserer Verwaltung, wie Herr Köhler schon sagt, aus eigener Kraft gestaltet haben und überwiegend auch mit eigenen Ressourcen. Also Teamentwicklung mit 1000 Personen wäre de facto nicht möglich gewesen, wenn das nicht intern vorbereitet wäre, rein auch von finanziellen Aufwand. Herr Köhler hat ja gesagt, dass wir intern einen Pool von eigenen Trainerinnen und Trainern haben. Ich darf sagen, ich bin ja auch ein Wieslocher, auch Master des Instituts und habe basierend auf der Lernkultur und Vorgehensweise auch inhaltlich eigene Trainer ausgebildet. Und da war spannend, eine Entwicklung zu sehen. Gestern war ja auch, Menschen entwickeln sich, wenn ich gewisse Elemente berücksichtige und dem Rechnung tragen. Und dann habe ich schrittweise jetzt bei meinen Trainern, Sie können sicher bestätigen, auch aus Ihrer Perspektive, Herr Köhler, eine zunehmende Entwicklung gesehen und auch teilweise richtige explosive Veränderungen, je mehr Sie auch mit Ihrem Genius dann in Berührung kamen. Und bei Auswahl Trainerinnen und Trainer für gewisse Aufgaben achte ich auch darauf, dass der jeweilige Genius und die Aufgabe weitgehend beieinander liegen, dann generiere ich den größten Mehrwert. Weil es ist ja ein Irrtum zu denken, dass jeder alles gleich kann, auch im Trainings- und Coaching-Geschäft. Das heißt, den Satz bringe ich noch zu Ende. Die Trainerinnen und Trainer unserer Verwaltung haben eine Grundausbildung, Trainings durchzuführen, aber auch Grundlage systemischer Beratungs- und Coaching-Kompetenz. Und dadurch waren wir in der Lage, Teamentwicklung in der Größenordnung überhaupt zu stemmen. Und was Herr Köhler noch gesagt hat, was Herr Köhler noch gesagt hatte, dass jetzt vom Rahmen von der Landesverwaltung jetzt einige Programme, die wir jetzt schon kreiert hatten, auch übernommen wurden. Zum Beispiel Begleitung der vorgesetzten Rückmeldung. Die Trainer unserer Verwaltung sind momentan in dem Thema unterwegs. Und zwar in der vorgesetzten Rückmeldung wird mir hat nicht gefallen abgefragt im Fragebogen. Ja, und wir haben gesagt, das kann es ja nur nicht sein. Wir begleiten das anschließend noch, haben ein Drehbuch für einen Workshop geschrieben, wo Führungskraft ihre Ergebnisse vorstellt und dann die Rückmelder in Gruppenarbeit 4 zentrale Wünsche an die Führungskraft stellen und dann Festlegungen getroffen werden, die dann mit der übergeordneten Führungskraft besprochen werden. Und das wird jetzt auch im Großen eingeführt. So waren wir in einigen Bereichen Vorreiter und dieses Trainerkontingent hat Teamentwicklung jetzt in die Einführung der Größenordnung möglich gemacht. Hier war noch eine Frage. Okay. Ja, das zur Teamarbeit, Herr Köhler hat es schon gesagt, die wurde nicht in einem Rutsch durchgeführt. Und die Entwicklung, ich erzähle Ihnen eine Story, ja, um zu sehen, können Sie das Wesentliche daraus entnehmen, was in unserer Verwaltung passiert ist. Teamentwicklung ist in 2 Stufen durchgeführt worden, beginnend in 2000 bis 2011 mit 600 Beschäftigten.
Und wir haben in einzelnen Organisationseinheiten begonnen. Ja. Es wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, die hierarchieübergreifend besetzt war mit Personalrat Frauenbeauftragte. Sie hat auch Aufträge vergeben, Teamregeln zu entwerfen, also aus dem eigenen Erfahrungshorizont heraus Teamregeln zu entwerfen. Eine andere Arbeitsgruppe hat dann Strukturen entworfen der Teamarbeit und PE hat das Drehbuch für eine Umsetzung entworfen. So haben wir in einer Organisationseinheit begonnen, haben das in die Umsetzung gebracht, methodisch unterstützt mit Teamtrainings, Coachings durch PE. Und aus den Erfahrungen, deshalb ist es auch ein längerer Zeitraum, wie Sie hier sehen, das ist nicht eine Umsetzung von jetzt auf gleich. Bernd sagt ja, man sollte mal klein anfangen, bevor man jetzt einen riesen Ballon startet, der vielleicht oben platzt. Ja? Und so ist es hier auch erfolgt. Wir haben in einzelnen Organisationseinheiten begonnen, in einer angefangen und die Erfahrungen aus der ersten hat natürlich die zweite Gruppe gehabt. Jetzt hätte man sagen können, die übernehmen es 1:1, aber wir haben gesagt, das soll ja in eine Weiterentwicklung gehen. Das heißt, auf Grundlage der Ergebnisse der ersten hat dann die nächste Organisationseinheit wieder nochmal eine Anpassung betrieben. Also eine Weiterentwicklung aus sich heraus, ja bitte. Ja, natürlich. Zweiteres. Ja. Okay, das war also der Beginn. Und dann hatten wir in 2011 einen gewissen Standard oder einen Stand erreicht. Ja? Dann, Herr Köhler, Sie hatten es ja geschildert, kam die PGOE. Und dann wurde jetzt die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, haben wir gesagt, jetzt soll es in der gesamten Organisation ausgerollt werden. Mit den 1000 Beschäftigten. Und dann wird Folgendes gemacht, dass diese PGOE aus den Erfahrungen des bisherigen Teamentwicklungsprozesses da nicht mehr nochmal neu begonnen hat, Teamregeln etc., Strukturen, sondern das wurde dann aufgrund der Erfahrung Teamregeln für die Gesamtverwaltung gesetzt und dann auch ein Drehbuch oder eine Umsetzung, wie die erfolgen soll für alle 1000. Das war die Vorgehensweise, aus sich heraus iterativer Prozess, um in die Ideallinie zu kommen und die Erfahrung integriert und dann weiterentwickelt. So, jetzt. Ja, hier nochmal Ablauf, da kommt so Personalentwicklung sehr stark ins Spiel. Ablauf Meilensteine, zunächst mal Kick-off. Veranstaltung mit allen Führungskräften. Und gestern hatte ich ja einige Elemente genannt, wann Wandel, Veränderung gelingt. Ja? Und in diesen Kick-Off-Veranstaltungen ist natürlich ganz elementar, klare Antworten zu geben auf die Fragen, warum machen wir das, wohin soll es gehen und was ist so das orientierungsgebende Bild. Und wenn da eine Disharmonie ist, dann wird es schwer, in eine Umsetzung zu kommen und in dialogischen Prozessen auch bei den Kick-Off-Veranstaltungen. Und da haben auch zum Beispiel Amtsleiter, die jetzt eine Veränderung schon erfolgreich bestritten hatten, so berichtet über ihre Erfahrungen. Was gibt es eine bessere Glaubwürdigkeit wie jemand, der das schon erlebt hat? Dann Kick-Off-Veranstaltungen für alle Beschäftigten. Auch die zentralen Fragen, wo ich gestern ja gesagt habe, da entscheidet sich Veränderung, das wurde hier berücksichtigt. Frage. Ja? Zwei getrennte Veranstaltungen. Das erste war, um die Führungskräfte zu synchronisieren. Na, wir haben ja vorhin das Synchronisierungsmodell vorgestellt. Und es ist sinnvoll, beim Kopf anzufangen. Also wenn da zwei verschiedene Sprachen gesprochen werden, ist es ungünstig. Das wirkt sich ja dann auf, gerade bei neuen Projekten. Und dann die nächste Stufe, also Führungskräfte, da war es diskursive Schleifen möglich, dann war ein gewisses Standing und dann kamen die Kick-Off-Veranstaltungen für Beschäftigte. Dann Bildung der Teams. Diese Umsetzung haben wir wieder regional überlassen, ja, und nicht zentral eingegriffen. Und nachdem das jetzt erfolgt war, Methodentrainings,
zur Teamarbeit für alle Teams. Und auch hier sind wir so vorgegangen, dass wir die Expertise der Beschäftigten eingeholt haben. Wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, in den Trainings, so sieht die Welt aus und die ist toll. Ja? Wer bin ich? Wenn das mit dem eigenen Erfahrungshorizont nicht übereinstimmt, habe ich ein Problem. Ja? Da kann ich noch so schöne Geschichten erzählen. Wir haben bei Methodentraining zur Teamarbeit begonnen, mal den Erfahrungshorizont abzufragen und haben gefragt, welche Erfahrungen haben Sie denn bisher mit Teams gemacht? Welche Bilder sind in Ihnen da vorhanden? Und wie sieht Ihres Erachtens ein Idealteam aus? Ja? Und dann, nachdem das gemacht wurde, also mit Kartenabfrage etc., haben wir das geclustert. Und zwar, Element erfolgreicher Teamarbeit ist die Teampyramide. Pyramide, klar. Erste Stufe ist Miteinander. Ja? Wenn es miteinander nicht stimmt, ist eine Zielerreichung zweifelhaft. Zweite Stufe, Handlungsweisen, also effektive Teamsitzungen, gelingende Kommunikation, Konfliktlösung. Zweiter Bereich, dritter Bereich, Rollen- und Verantwortungsbereiche, klar definiert, sonst bin ich da unscharf. Und oben als Spitze der Pyramide, das gibt die Dynamik nach vorne, Ziele. Miteinander Ziele zu erreichen. Und dann haben wir eine Zuordnung der Cluster gemacht und das hat sich überall wiedergefunden. Wir haben jetzt eine hessenweite Karte, ja, eine Karte gelingender Teamarbeit. Und dann hatte die Pyramide noch einen Bereich Außeneinflüsse. Es ist ja keine isolierte Welt. Und in den Trainings dann Methodenkompetenz, Kommunikation, Durchführung von effektiven Teamsitzungen etc. etc. Rollenverantwortungsbereiche. Das war so das Wesentliche, um da ein Bild zu verankern. Ein Ziel und etwas, wo Beschäftigte wiedererkennen sich. Das war die nächste Stufe. Dann sind die in die Arbeit gegangen. Und wir haben gesagt, das ist natürlich zu reflektieren, so ein Prozess. Und das ist jetzt so ein Ablauf 2 Jahre, ja, gedanklich. Wir haben 2 kollegiale Teamcoachings pro Team gesetzt. Und in diesen Teamcoachings wurde die Entwicklung reflektiert. Sie waren so gestaltet, dass die Führungskraft zunächst nicht dabei war, sondern im Dialog am Ende, im dialogischen Prozess, ja. Sie können nachvollziehen, warum. Und um in eine Nachjustierung zu kommen. Und diese Methodentrainings und Teamcoachings haben jetzt eigene Trainer durchgeführt. Und dann gab es auch 2 kollegiale, also Coachings für Führungskräfte. Natürlich auch. Ich sage mal, wie gehe ich mit dem Team um? Ja? Wie nah darf ich dran gehen? Darf ich gar nicht dran gehen? Ja? Das sind ja so Fragen, die, das kann ich nicht mathematisch bestimmen. Deshalb hatte ich gestern gesagt, der Wunsch nach dem Millimeter manchmal. Ja, aber das ist nicht millimetergenau zu machen, sondern ich muss das Wesen im Blick behalten. Wo will ich denn überhaupt hin? Und auch, wie nah gehe ich als Führungskraft an Teams dran? Reifegradbezogener Führungsstil. Ja? Wenn Teams in eine größere Selbststeuerung kommen, dann gehe ich zurück. Ja? Aber ich kann die nicht vorneweg diffus lassen. Also so ungeregelter Raum, mal gucken, was passiert. Ja? Das waren Themen, die in diesen Coachings bearbeitet wurden. Und als Schluss gab es dann Abschlussveranstaltungen, die von den Teams selbst gestaltet waren. Also jedes Team hat präsentiert und da gab es schon Überraschungen, Theaterstücke, Gesangsstücke, Rollenspiele, alte Welt, neue Welt. Im Sinne von Kreativität war die Erwartungshaltung zunächst in einer technischen Organisation, es war doch überraschend, was sich alles gezeigt hat. Und die Entwicklungsstufe, die Teams erreicht haben, hängt natürlich auch vom, es waren ja Teamentwicklungen in einzelnen Häusern, ja,
von der bisherigen Ausgangssituation. Ja, wie wurde da schon geführt oder wie war der Umgang vorher? Das gab auch nicht so ein Plateau, dass wir sagen, 1:1, alle sind schon in dem totalen Zielzustand. Aber wenn wir sehen, was die Ausrichtung war, indirekte Steuerung, Übernahme von Verantwortung. Und bei den Teamtrainings wurde auch schon in eine Lösungsorientierung gegangen, also im Sinne von, wie ich reflektiere oder bei den Coachings, dass ich nicht dieses Problemorientierte behalte. Also in dieser Entwicklung das schon integriert, methodisch. Und dann ist es nicht, ich kann nicht sagen, ab heute bist du oder ab morgen bist du lösungsorientiert. Ich sehe die ganz kleinen Moment noch. In der Entwicklung ist dann zu sehen, dass Teams, die diese Lösungsorientierung verinnerlicht haben, die machen Sprünge. Boah, das ist auch bei meinen Trainern, ich darf sagen, Herr Köhler, der Fall. Und auch den Prozess zu steuern, also ein Projekt in der Größenordnung, kann ich sagen, ich zähle zentral, ich habe Projektleitung gemacht, den Millimeter und gucke da, boah, da habe ich viel zu tun. Wir haben es so gemacht, dass wir für die einzelnen Bereiche, wo Teamentwicklung eingeführt, Organisationseinheiten, verantwortliche Trainer zugeordnet haben, die sich um diese Umsetzung gekümmert haben. Und ich habe eine Synchronisierung gemacht mit wöchentlichen Telefonkonferenzen. Ja? Also da brauche ich nicht die ganze Mannschaft durch Hessen zu fahren. Wenn ich eine gewisse Reife habe, ist das eine elegante Vorgehensweise, um das in die Umsetzung zu bringen. Herr Köhler, Sie hatten mal gesagt, da hat man ja nichts gehört, ja, im Sinne von Irritationen, dass es nicht geklappt hätte. Vertrauen, also ich habe Vertrauen in meine Trainer und weiß, dass das auch funktioniert, ja, und braucht da nicht hier hinterher und die Erbsen zu zählen. Hier war hier war noch eine Wortmeldung. Die Zuordnung, Herr Köhler, hatten wir ja in den Organisationseinheiten gelassen und haben gesagt, es muss nicht 1:1 jetzt geklont sein. Ja. Ja, also wir hatten zum Beispiel aus der Erfahrung, wir haben ja Innendienst, Außendienst und eine Organisationseinheit hat ganzheitliches Team, ja, Innendienst, Außendienst zusammen, die andere nicht. Ja. Spannend war, dass in den Coachings dann kam, es könnte ja auch anders besser sein. Und zwar jeweils... Ja, das, was man nicht hat, scheint einen gewissen Reiz auszumachen. Ja? Also, das war ja auch schon hammerspannend. Oder Führung. Entweder war nicht, also in Coachings, Führung ist zu nah dran, aber wenn, Führung ist zu weit weg. Aber es war in der Regel bei Coachings ein Thema. Ja? Und das dann, Sie merken, das ist jetzt, wir sind nicht sofort gegangen, dass wir gesagt haben, alle, sondern haben so das gelassen, haben gesagt, vor Ort, da ist eine Kompetenz und die werden auch das schon richtig machen. Ja? Also eine gewisse, ich sage ja Vertrauen, eine Vertrauenskultur, das bedeutet, dass Leute, die eine Ahnung haben, die das schon auch in der Lage sind, da diese Eckpunkte zu setzen. Hier war noch eine Wortmeldung. Ich würde das wissen, im kollegialen Coaching, wo Sie auch durch die Interntrainer ja, begleitet. Ja. Also das waren, Sie können sich vorstellen, 1000 Beschäftigten, was das für eine Anzahl. Sie haben natürlich einen Unterricht gemacht, kollegial. Nein, nein. Kollegial heißt ja, das ist gut die Frage. Es gibt ja Beratung und Coaching, ja. Und wir haben es angesiedelt von dem dazwischen und deshalb kollegiales Coaching genannt. Im Sinne jetzt von der Ausbildung, die hier intern auch gemacht wurde. Hier war noch eine Wortmeldung. Die Leute coachen sich wechselseitig und werden von euren Trainern dabei gesteuert. Nein, insofern ist das ein Missverständnis. Nein, die coachen diese... Die Trainer coachen die. Die coachen die Teams, ja. Und die Führungskräfte. Ja, knüpft nochmal an die Frage davor. Was für Rollen gibt es in diesen Teams? Also ja. Auch was Verantwortlichkeiten ja. anbelangt? Ja. Was folgt daraus ja. für die Zusammenarbeit? Ja. Ja. Inwieweit wurde das in diesen Coachings dann ja. Also ich hatte gestern ja schon, die Führungskräfte sind nicht im Team. Wenn zum Beispiel Teamsitzungen laufen
Also um die Selbststeuerung, also nicht die alte Welt zu lassen, ja, nicht eine permanente Präsenz. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und in Teamsitzungen zum Beispiel kann Führungskraft natürlich reinkommen, kann sagen, das sind so Elemente, die ich geklärt haben wollte. Aber in der Regel ist es so, Führungskraft geht rein, es gibt einen gewissen Austausch, der notwendig ist, und der Rest der Sitzung macht Team alleine. Ja? Gibt es dann da irgendwie einen Teamsprecher? Ja, wir haben einen Teamsprecher, aber der Teamsprecher hat keine Vorgesetztenfunktion. Ja, er ist eher ein Organisator und Ansprechpartner des nach außen. Und wie wurde die Rolle von dem definiert, oder wie hat sich das entwickelt, ja, dass es auch akzeptabel, ja, weil der muss ja von den anderen, ja, auch klar, also der wurde gewählt, okay. Insofern war da eine Akzeptanz schon da. Und dann haben wir so, kam jetzt die Frage, das sind ja jetzt auch unterschiedliche Bezahlungsebenen etc. in dem Team, wie macht sich das denn da bemerkbar? Gibt es dann Probleme? Aber in den Coachings hat sich herausgestellt, das ist kein Thema, weil sich an der Kompetenz, ja, und da wird gehört, das ist nicht, dass das ein Problem gegeben hätte. Ja. Rolle war dann nochmal Rollenklarheit, weil Teamsprecher hat keine Vorgesetztenfunktion, ja, aber das hat sich mittlerweile etabliert und ist auf einem guten Weg. Weitere Fragen? Ich bin jetzt gerade am Gucken. Ja, bitte. Ich glaube, ich habe es verpasst, aber haben Sie schon aufgezeigt, welchen Umfang, welchen Aufwand Sie getrieben haben, um diese Trainer so zu qualifizieren? Ja, es war eine zweijährige Ausbildung. Und es ist so, dass wir jährlich 2x3 Tage haben, wo wir natürlich fachlich, aber auch in eine Weiterqualifizierung gehen, auch kollegiales Coaching untereinander, kollegiale Coaching-Gruppe, um in eine Weiterqualifizierung zu kommen, auch so Grundlagen systemisches Denken dann. Und also eine permanente Fortentwicklung, haben wir auch extern jetzt einen Referent gehabt, systemisches Konsensieren etc. etc. Also um da auch in eine Weiterentwicklung zu gehen. Ja? Und wie gesagt, so basierend auf Lernkultur ISB. Das hat eine sehr gute Passung gehabt, ja, muss ich sagen. Und konnte von den Trainern auch sehr gut angenommen werden. Auch der Umgang und alles, was damit zusammenhängt. Gut, dann Abschlussveranstaltung. Und dann war der Prozess letztendlich abgeschlossen. Ups. Das ist wieder schön. So, dann gehen wir mal weiter. Ach, indirekte Steuerung, das mal kurz, ich meine, das haben Sie ja auf dem Schirm. Indirekte Steuerung als Grundlage von Teamarbeit. Direkte Steuerung ist alle Kommandosystem, einfachste Militär, wo es ja auch Sinn macht, ja, wenn man dann die Granate hört und dann ist so ein dynamischer Prozess ungünstig, dann kannst du ja schon Puff machen. Also mal so als einfaches Bild. Indirekte Steuerung von Systemen. Ja, Erledigungsverantwortung von Führung wird im vereinbarten Rahmen eingeschränkt, aber oder individuell zurückgenommen. Und ich hatte ja schon gesagt, reifegradbezogener Führungsstil. Ja, das ist nicht 1:1, sondern an der Entwicklung des jeweiligen Teams abhängig, wie nah ich dran gehe und wie weit weg. Gerade in der Storming-Phase ist es natürlich gut, dass dann noch Orientierung da ist und dann schrittweise zurückgehen, bis es dann Normierung, Arbeitsphase geht. Ja, hin zur Ergebnisorientierung, das sind aber die, ja, nichts Neues, Steuerung über Zielvereinbarung. So, Stand. Ja, Teamarbeit ist als Arbeitsform eingeführt für 1600 Beschäftigte. Die Beschäftigte kennen die Arbeitsweise, kennen die Organisation und Arbeitsweise in Teams. Kommunikationswege, Möglichkeiten der Vernetzung ist ein wichtiger Punkt, weil da war ja auch die Frage, ich habe mit anderen ja auch zu tun, diese Vernetzung, ja, dass von anderen Teams auch in die andere Teamsitzung etc. zum Dialog und zur untereinander sind bekannt und werden genutzt. Die Teams kennen den Rahmen, innerhalb dessen sie sich selbst steuern und organisieren können.
Abstimmung zwischen Teams und Führungskräften erfolgt kontinuierlich, dass ich keine zwei Subsysteme kriege. Ja, das wäre ja fatal. Und das war nicht die Ausrichtung. Alle Teams arbeiten im Rahmen von Zielvereinbarungen und alle Teams führen regelmäßige Teamsitzungen durch. Ja, das ist der Stand. Deshalb jetzt mache ich einen kurzen Break, weil jetzt kommt ein anderes Thema, und zwar Coaching. Sie haben ja anhand der Ausführungen von Herrn Köhler nachvollziehen können, welche großen Veränderungen die Verwaltung zu meistern hatte. Und da ist es natürlich logisch, dass Führungskräfte dabei neben den üblichen Methodiken unterstützt werden. Und wir haben gesagt, das betrifft ja nicht nur Führungskräfte, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und davon ausgehend haben wir gesagt, wir kreieren ein Coaching-Programm, das ist aber so nacheinander gewachsen, also ähnlich wie bei der Teamarbeit, also nicht so auf einen Schlag, sondern ein organisches Wachstum. Na, das hatte ich gestern auch schon mal, da ist so irgendwas geklappt, wo nicht sollte, aber wir sind ja da, ich bin dann entspannt. So, jetzt Coaching-Prozess, der ist generalisiert. Ja. Interesse am Coaching, Gespräch mit der Personalentwicklungsstelle unserer Verwaltung, Auswahl der Coaches. Und bei externen ist es so, dass der Einsatz von externen Coaches über die Zentralabteilung geht. Dann jetzt kommt die Coaching, wir machen systemisch lösungsorientiert Kurzzeit-Settings. Ja, 1,5 Stunden bei den Formen, die wir anbieten, 6 Settings a 1,5 Stunden für Führungskräfte, und dann bieten wir Coaching auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Da haben wir aber reduziert, maximal drei Settings a 1,5 Stunden, systemisch lösungsorientiert, also nicht sehr schnell auf den Punkt kommt, aber die Erfahrung ist, so die Chaser, ja, so Switch sofort, wenn sich Personen nicht gewertschätzt fühlen, wenn ich zu schnell in den Lösungsraum will, sagen die, also zu dir habe ich aber kein Vertrauen, ja, weil da eine Enttäuschung ist, ich werde nicht gewertschätzt, der Switch erfolgt zu schnell, also so lange dort bleiben, bis so der Switch erfolgen kann in den Lösungsraum. Ja, dann am Abschluss Evaluierung und Zielerreichungsgespräch. Das ist so der im Groben. Wir haben jetzt einen sehr detaillierten Leitfaden für Genehmigungen und Durchführung von Coaching in der Verwaltung. Ich habe es jetzt mal auf Kernpunkte reduziert. Dann gestern schon beschrieben, Coaching-Kooperation mit einer Sparkasse. Das war so, hier ist ja auch ein Wieslocher, Ralf Wienold. Und wir hatten uns in Wiesloch kennen und schätzen gelernt, wussten, was wir so voneinander zu halten hatten und waren dann auch danach öfters mal in Austauschgesprächen. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Und da ist so der Gedanke gekommen, wir könnten doch eine Kooperation machen. Also die Idee, Ralf coacht Führungskräfte in unserer Organisation, und zwar den Bereich Amtsleitungen und Abteilungsleitungen der Mittelbehörde, also die obere Ebene. Und ich coache dann im Gegenzug Führungskräfte der dortigen Organisation. Und auch nach dem Drehbuch, also Amtsleitung und hilf mir, nächste Ebene, Abteilungsleitung, ja, und dann und genau, Direktorenebene. Gut, das war so die Idee. Dann haben wir diese Idee Herrn Köhler und Herrn Dr. Till Linden vorgestellt.
Herr Dr. Tellin ist der Präsident unserer Verwaltung und im Gegenzug du jetzt eurem Vorstand diese Idee und die haben gesagt, das machen wir. Ja? Also jeder hat sozusagen für den anderen gebürgt, dass das jetzt kein Kalter wird, ja, weil das ist ja schon... Also im Sinne von der Passung, ich hatte es ja gestern gesagt, passt die Person zur Organisation. Ich kann nicht total gegen System arbeiten, ja, sondern da muss Anknüpfungspunkte sein. Beide Organisationen haben Gemeinsamkeiten, sind von massiven Veränderungen betroffen, also wie Herr Köhler gezeigt, bei uns, bei euch ähnlich. Und insofern war so der Gedanke, wir haben da eine, und wir haben beides in verantwortlicher Stellung begleitet. Und da war der Gedanke, das hätte eine gute Passung. Ja. Gut, bisher 9 Personen pro, wir haben pro Setting, also pro Durchlauf 3 Personen reingenommen. Das Programm besteht seit 2010 und es ist so, dass die Coaches am Ende des Settings einen Feedbackbogen abgeben über Zufriedenheit im Coaching und über den Prozess und ob die Themenzielerreichung gewährleistet ist, etc. etc. Und anschließend findet dann ein Reflexionsgespräch der 3 jeweiligen, also nicht getrennt, und der jeweiligen Führungsspitze statt über das Coaching. Wie habe ich das erlebt? Wie ist die Zielerreichung? Und auch natürlich nicht unwesentliche, welche Themen könnten für die Gesamtorganisation von Relevanz sein? Ja? Und das war mal spannend, dass du berichtet hast, Geschwindigkeit der Veränderung wäre so ein Thema. Und daraufhin haben wir dann Umgang mit Arbeitsbelastung auch das Thema gesetzt. Also aus dieser Rückmeldung ist was entstanden, was dann auch in die Führungskräfteentwicklung reinläuft, wo ich dann später nochmal drauf zurückkommen werde. Ja, gut, Themen, ich sag mal natürlich Transitcoaching, neu im Job, eine Begleitung, die ersten 100 Tage, auf was muss ich achten, was sind die Stellschrauben, das Erfolg, Macht- und Mikropolitik in Unternehmen, auch ein spannendes Thema, Erhöhung der Selbstwirksamkeit, durchgängig, Schärfung der Rolle, Rollenklarheit und auch Konflikte. Wie gehe ich damit um? Zusammenarbeit mit dem Team und Unterstützung im Projekt zum Beispiel. Es hat sich aber gezeigt, ich bin gestern so auf Innovationen gekommen, auf die wir im Coaching, ja, wie viel Zeit habe ich noch? Maximal 7 Minuten. Oh, jetzt muss ich ein Turbo anwerfen. Turbo. Gut. Sag ich das? Ja, aber es ist auf die Innovation in einigen Sätzen, ganz kurz. Es hat sich gezeigt, dass nicht immer systemisch gesehen es möglich ist, mit einer Person etwas in Erklärung zu bringen. Und da haben wir bei euch als erstes in der Sparkasse mit Systemaufstellungen gearbeitet. Ja? Weil da unmittelbar mit dem Team in eine Interaktion getreten werden kann und dann in eine Weiterentwicklung. Und das hat einen sehr guten Erfolg gehabt. Ja? Und aufgrund dieser Erfahrung haben wir es dann in unsere Verwaltung, hatte ich gestern auch schon berichtet, und das Systemaufstellung auch selbst mit dem Führungskreis, Herr Köhler, und auch mit Managementrunden Organisationseinheiten durchgeführt wurden. Um eine Synchronisierung, eine Vertikale zu kriegen und dann in 2 Stufen gearbeitet und dann nochmal eine Vertikale der Führungsmannschaft. Ich glaube, das wird. Dann nehme ich das zurück, weil ich habe nur 7 Minuten und kann nicht mehr. Alles klar. Fortsetzung. Gut. Dann noch ein Element, das kam aufgrund des Wunsches, könnte da eine Begleitung fortgesetzt werden, haben wir gesagt, es könnte ja eine Option sein, mit Telefoncoaching zu arbeiten, ja, weil da ist ein Vertrauensverhältnis hergestellt. Wir haben 6 Settings miteinander gearbeitet, wissen, was wir voneinander zu halten haben, und das wurde in die Umsetzung gebracht, sodass auch nochmal eine weiter, aber nicht permanent, sondern punktuell bei Wunsch nach gewissen Lösungen
oder Problemstellung. So, jetzt muss ich die Folie verlassen, sonst schaffe ich es nicht mehr. Ich habe jetzt noch 5 Minuten. Kurz noch Unterscheidung, eine Neuerung, Individualcoaching, so sind wir eingestiegen, also an den Themen der Führungskraft orientiert. Dann haben wir aber gesagt, das war mal DBVC-Kongress in Frankfurt, da war ein Manager von einem großen Unternehmen, der hat gesagt, die hätten Coaching gehabt und alle wären begeistert gewesen, nur der Auftraggeber nicht. Ja? Also es könnte ja sein, dass da gewisse blinde Flecke sind und da haben wir gesagt, wenn der so deutlich ist, dann machen wir Coaching mit Auftrag. Also Führungskraft gibt dann das Thema rein. Was nicht heißt, dass individuelle Themen nicht bearbeitet werden können. Gut, ich glaube, wir Schluss. Das 3 Minuten Coaching für Führungskräfte ist allgemein bekannt, da weichen wir auch nicht ab. Insofern geht es weiter. Kollegiale Coaching-Gruppen, ja, das hatte Herr Köhler schon benannt, das ist schade, dass ich da jetzt nicht mehr Zeit habe. Wir haben kollegiale Coaching-Gruppen gegründet, und zwar ämterübergreifend und hierarchieübergreifend. Und in diesen Coaching-Gruppen wird in einem Prozess nach dem Drehbuch der kollegialen Coaching-Konferenz die Settings durchgeführt, um in so eine kollegiale Kultur zu kommen und voneinander zu lernen. Und das war das Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo wir aus eigenen Ressourcen nicht umsetzen konnten. Und wir haben das ausgeschrieben und den Zuschlag hatte die Führungsakademie bekommen. Das war in Kürze, schade, ich hätte gern mehr Zeit, gestern Abend auch. Dann kollegiales Coaching für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da sind nicht so viele Verwaltungen, ich glaube gar keine Verwaltung, die das in der Art macht, aber es ist noch nicht allgemein verbreitet. Und wir haben ja gesagt, wir reduzieren, also 3 Settings, 1,5 Stunden. Und das wird zunehmend in Anspruch genommen, gerade Konfliktcoaching, da haben wir Drehbücher geschrieben, wie kann das durchgeführt werden, kollegiales Coaching für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Teamcoaching habe ich schon beschrieben. Und ja, nach Beendigung des Prozesses haben wir überlegt, wie wird es weiter unterstützt, dass für jedes Team sollte einmal im Jahr ein kollegiales Teamcoaching durchgeführt werden. Und im Jahr 2015 haben wir das erste Mal mit Auftrag gearbeitet, der Behördenleitung. Wir hatten das Thema ja in die Führungskräfteentwicklung genommen, Arbeitsbelastung. Und dann haben wir gesagt, das muss ja logischerweise dann auch in die Teams kommen. Und da wurde der Auftrag war Umgang mit Arbeitsbelastung in Ihrem Team, im Coaching. Ja? Und das wurde jetzt flächendeckend mit 141 Teams im vergangenen Jahr im Sinne Verantwortungskultur, nicht, sondern was können wir tun, wie sieht es bei uns aus und was können wir tun, um in einen besseren Zustand zu kommen. Das ist jetzt kollegiales Teamcoaching und damit ist, glaube ich, meine Zeit um. Hier sieht man nochmal, die Zeit ist um, Bernd. Ich studiere hier zum Gefallen und in diesem Sinne herzlichen Dank. Ja, alle Achtung, so haben wir uns Multiplikation von Kultur vorgestellt. Und für uns ist natürlich besonders erfreulich, dass die Lernkultur im Schlosshof offenbar auch taugt als Lernkultur in vielen Bereichen der Gesellschaft. Das ist auch der Anspruch, den wir an uns haben. Also vielen Dank Ihnen beiden.